Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich breche jetzt mit einer Tradition. Normalerweise redet ja von den Piraten immer der Kollege Kowalewski als letzter Redner im Plenum, aber du verzeihst es mir, hoffe ich. Ja, auch für die Piratenfraktion gilt die Prämisse des kongruenten und konsistenten Handelns. Also auch da ist klar, was die Grünen können, das können wir schon lange. Wir stimmen auch dem Antrag der Linken zu. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Voraussetzungen ja jetzt noch wesentlich günstiger sind für das Land Berlin. Das haben Sie auch wunderbar beschrieben, was die Kofinanzierung angeht. Ich will nur auf zwei Argumente eingehen, die hier gekommen sind von der Koalition. Das eine ist nicht neu. Das ist uns zu aufwendig, wird immer wieder gebracht. Jetzt haben Sie von der Kollegin Möller schon gehört, dass Sie nicht nur mehr Geld kriegen, sondern auch noch Unterstützung aus dem Bund. Ich hoffe in der Ausschussberatung, dass wir das nochmal auseinandernehmen können, damit wir auch den Abgeordneten von CDU und SPD erklären können, dass das ihnen hilft bei der Umsetzung ihrer Aufgaben. Und Herr Kollege Simon, also ich muss Ihnen doch jetzt nicht wirklich erklären, warum zwei Portionen oder Stücken Obst ein Mehrwert im Vergleich zu einem Stücken Obst sind, oder? Also natürlich bietet das Schulobstprogramm der EU, wenn wir es denn hier umsetzen, auch den Berliner Schülerinnen und Schülern mit ihrem neuen tollen Mittagessen, das ja oftmals nicht so toll ist, auch einen Mehrwert, und die Gelegenheit sollten wir wahrnehmen. Vielen Dank. Sie haben noch eine Zwischenfrage von wem? Echt? Herr Kollege Morla. Herr Kollege Delius, wie bewerten Sie die Tatsache, dass ein von mir spontan per SMS befragtes Grundschulkind aus Friedrichshain heute weder Obst noch Gemüse in der Schule bekommen hat? Ich bewerte es zum einen so, es kann natürlich, Herr Morlang, nicht repräsentativ sein, aber wir sind ja hier auch, wir sind natürlich auch hier für Partikularinteressen zuständig in diesem Parlament. Insofern beschäftige ich mich gerne in Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten dieses Kindes da mit dem Problem und werde die Senatorin darauf hinweisen. Wir werden da demnächst nachspessern. Dankeschön.